Seit 7 Jahren nun schon tanzt der Muddimarkt auf der KIWO so ziemlich aus der Reihe. Einer konsumorientierten Kieler Woche die Stirn bieten, so die Idee des Vereins. Volker Habeck engagiert sich seit 2015 im Vorstand und war von Anfang an vom Konzept überzeugt. Es geht um eine Entwicklung eines alternativen, eines anderen Lebensstils. Unser Lebensstil zerstört die Grundlage von uns Menschen auf diesem Planeten. Und wir müssen radikal umsatteln, wir müssen unseren Lebensstil verändern. Und der Muddimarkt versucht seit Jahren eine Alternative vorzuleben. Wie es gehen kann, ohne Verzicht, sondern mit viel Freude, Spaß und viel solidarischer Unterstützung. Angefangen mit einem Verkaufsstand für faire Getränke kommen Jahr für Jahr neue Ideen hinzu. Wir haben zum ersten Mal ein Bildungsprogramm, bei dem wir uns auf ein Thema für die gesamte Kinderwoche festgelegt haben. Das ist das Thema Ernährung. Das vertiefen wir an 9 Tagen mit verschiedensten Projekten, mit Podiumsdiskussionen, mit Filmvorführungen, mit Workshops der verschiedensten Art. Das ist einmalig hier. Wer zum Beispiel lernen will, wie man aus Reiswaffeln eine vegane Alternative zum Zwiebelmett machen kann, der ist beim Workshop Veganisieren für Anfänger richtig. Wir machen hier verschiedene Rezepte mit Sachen, die Leute häufig vermissen, wenn sie gerade am Umsteigen sind oder gerne weniger Fleisch konsumieren möchten, und bieten dazu Alternativen an. Am letzten KIWO-Wochenende stehen dann Themen wie Superfood aus dem Wald, die essbare Stadt und auch ein umfangreiches Abendprogramm auf dem Veranstaltungskalender. Bleibt also nur noch eine Frage zu klären. Warum heißt der Muddimarkt eigentlich Muddimarkt? Das alte Thema. Ich fange mal ganz früh an. Das war eine Persiflage auf den Pennymarkt. Muddy schrieb sich am Anfang mit einem Y, M-U-D-D-Y, und hatte die Farben Gelb und Rot vom Pennymarkt. Das war eine als Persiflage gedacht auf das Discounter-Thema und Discounter-Prinzip, alles billig, alles eingeschweißt, alles in Plastik verpackt zu verkaufen. Und dazu sollte der Muddimarkt in Anlehnung eher an einen Tante-Emma-Laden eine Alternative anbieten und sagen, so wie beim Muddy ist es eben doch auch am besten, so ist es anders. Und da gibt es eine Alternative gegen billig und immer nur in Plastik eingeschweißt.